Ja, hi, oh mein Hübschen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Patchlog-Video über, man mag es kaum glauben, Diablo 3. Ja, es kommt tatsächlich ein neuer Patch, Patch 2.6.5, wie wir hier sehen. Ich habe es mal eingeblendet. Und den Patch werdet ihr ab dem 4. oder 5., lass mal ganz kurz gucken, ich springe mal ein bisschen, ab dem 5. April, also nächste Woche Freitag ist das. Nächste Woche? Ja, nächste Woche Freitag werdet ihr den Patch zocken können. Und da gibt es ein paar kleinere Änderungen. Ein paar waren erwartet, ein paar kommen, ja, mehr oder weniger überraschend. Allerdings keine schwerwiegenden, keine großen Änderungen, wo ich sage, wupp, das haut mich jetzt vom Sessel. Also alles in allem, das Komplettpaket war zu erwarten. Aber trotzdem finde ich persönlich schön, dass jetzt mal wieder was kommt, dass man sieht, okay, Diablo 3 ist noch nicht irgendwie in die Ecke geschoben worden, staubt noch nicht zu, sondern man arbeitet weiterhin dran, auch vielleicht, wenn nur ein, zwei Entwickler damit beschäftigt sind. Wenn ich überlege, wann war der letzte Patch? Im November. November lese ich gerade hier, 19. November 2018 kam Patch 2.6.4 raus. Also auch hier mittlerweile gut 4 Monate her. Ja, 4 Monate her, also ist ein bisschen Zeit ins Land vergangen. Und die Änderungen, die jetzt hier vorgenommen wurden, lassen darauf vermuten, dass wirklich nur eine Anzahl an relativ wenig Entwicklern daran beteiligt waren. Schnacken wir jetzt auch nicht weiter drum. Der PTR geht online am 5. April. Das heißt, zieht euch schon mal den Klienten über den Battle.net Launcher. Einfach auswählen, PTR von Diablo 3 und schon mal preloaden. Und der Patch wird dann dementsprechend nachgereicht, beziehungsweise könnt ihr dann, ja, ziehen und ab dem 5. April dann zocken. Folgende Stärkungseffekte sind da drin enthalten. Und zwar einerseits erhöhte Beuterate für legendäre Gegenstände und doppelt so viele Blutsplitter. Warum das Ganze? Relativ simpel. Blizzard hat auf dem PTR, oder sie testen auf dem PTR auch das neue Season-Thema, da kommen wir gleich noch drauf. Und da möchten sie einfach gucken, okay, was harmoniert, ne? Was könnte zu Fehlern führen, was könnte einfach die ganzen Server zum Einsturz bringen. Dementsprechend, okay, hier hast du den Loot, ne, hinterhergeschmissen sozusagen. Es ist nicht selten, dass 1000 oder 2000% erhöhte Legendary Drop Rate ist. Also das ist sehr, sehr häufig schon gewesen in der Vergangenheit, sodass ihr da wirklich durchballern könnt. Aber hier nochmal die Info, die Sachen, die auf dem PTR findet, bleiben natürlich auf dem PTR. Fragen immer viele Leute nach, Kraxel, wie sieht's aus? Habe ich die Sachen dann auf dem Live-Server? Nein. Was auf dem PTR passiert, bleibt auf dem PTR. Ne? Also wird nicht rüber transferiert auf den Live-Server. Andersrum allerdings ist es möglich, dass ihr vom Live-Server die Daten auf den PTR rüberzieht, exportiert. So, ne? Das heißt, ihr könnt eure Chars rüberholen auf dem PTR und dann dort weiterzocken, wo ihr auf dem Live-Server quasi zockt. Aber denkt dran, der Fortschritt, den ihr auf dem PTR erhaltet, geht verloren, wenn der PTR offline gestellt wird. Ja, Ziele für den PTR ist einfach rundherum einfach ein Stresstest. Schönes Wetterallergie, ekelhaft, ich sag's euch. Also Stresstest und natürlich Fehlersuche. Durch die neue Season, beziehungsweise neue Season-Thema, könnte da und hier was passieren, was so nicht beabsichtigt ist. Und dementsprechend möchte man das im Vorfeld einfach gerne sehen und dementsprechend dann auch beseitigen, wenn der Patch live geht. Tipps für PTR habe ich eigentlich alles dazu gesagt, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Deswegen kommen wir einfach mal direkt zu den Patch-Notes. Zuletzt aktualisiert am, okay, da hat wohl jemand gepennt. Ich weiß auch wer, ich werde es nicht sagen. Aber das wird natürlich noch hoffentlich geupdatet. Da sollte ein Datum stehen und der Tag. Ja, aber ist nicht schlimm. Kommen wir zu den allgemeinen Patch-Notes. Dem Spiel wurde die Schwierigkeitsstufe Qual 14, 15 und 16 hinzugefügt. Ist nichts Neues. Diverse Data-Minings haben schon darauf schließen lassen, dass was in die Richtung kommt. Hat sich hier bestätigt. Bedeutet mehr Loot, mehr EP, mehr Gold. So, mehr Atem des Todes im Idealfall wäre natürlich sehr, sehr geil. Also auch da gehe ich ganz stark von aus, dass auch dann die Atem des Todes Drop Rate erhöht wird. Mit bis Qualstufe 16. Das werden wir aber auf dem PTR dann testen. Portale von Schatzgoblins können euch manchmal an absolut verrückte Orte führen. Weiß ich noch nicht. Habe ich keine weitere Info drüber. Das werden wir auf dem PTR herausfinden. Die Verwendung eines uralten oder archaischen Flechtrings in Kanalis Würfel führt zu einem neuen Ergebnis. Bedeutet, soweit ich das erlesen konnte durch Reddit, dass einfach die Drops quasi in diesen, ja, in diesem Goblin-Level einfach erhöht sind, beziehungsweise mehr Goblins eventuell vorhanden sind, beziehungsweise, Schrägstich, besserer Loot. Ne? Also es führt euch nicht in neue Gebiete, wie man das hier vermuten könnte, sondern einfach der Loot wird angehoben. In Gruppenporträts wird jetzt angezeigt, wenn Tod über Listen eines Spielers kürzlich ausgelöst wurde. Wenn Tod über Listen eines Spielers kürzlich ausgelöst wurde, nur am PC.
Wenn beim Nephilim-Portal ein Boss getötet wird, zeigt jetzt bis zur Schließung des Portals eine dauerhafte Positionsanzeige an, wo der Boss gestorben ist. Längst überfällig, ich war oft am Suchen. Der Benachrichtigungsbildschirm im Bosse, für Bosse wurde überarbeitet, nur am PC. Auch hier für große Nephilim-Portale wurde überarbeitet. Das gucken wir uns dann natürlich auf PTR nochmal an. Der Abschlussbildschirm für große Nephs wurde ebenfalls überarbeitet. Spieler können jetzt über die Spielersuche einem Spiel beitreten, wenn ein großes Nephilim-Portal bereits aktiv ist. Und Spieler können weiterhin nicht einem aktiven großen Nephilim-Portal beitreten, also wie gehabt. Der Fortschrittsbalken für ein großes Nephilim-Portal ist jetzt für alle Spieler in einem Spiel sichtbar, egal ob sie am großen Nephilim-Portal teilnehmen oder nicht. Das ist eine gute Erneuerung, wie ich finde, denn ich habe gerne eigentlich immer auch random gezockt, also random Partys beigetreten und dann wusstest du nie, okay, was machen die da drin? Spielen die Schach, pokern die, killen die tatsächlich Mobs, wie lange brauchen die? Ja? Und dann hätte man sich viel Zeit sparen können, indem man einfach das Spiel verlässt und sich eine neue Gruppe sucht. Ne? Finde ich dementsprechend ganz cool. Vereinfachung. Für alle Spieler werden zusätzliche Beutetruhenfächer hinzugefügt. Yes, wurde Zeit. PC, 5 zusätzliche Beutetruhenfächer sind jetzt verfügbar. Na endlich. Ne? Ich glaube, euch geht es genauso wie mir. Es fällt mir unheimlich schwer, sich von Items zu trennen. Man könnte es immer noch gebrauchen. Ich bin ein richtiger Item-Messi. Und da ist das natürlich sehr, sehr, sehr geil. Für die Konsolenvariante 140 zusätzliche Beutetruhenpilze sind jetzt verfügbar. Der Beutetruhe wurde eine Suchfunktion hinzugefügt. Ach. Schön. Wunderbar. Endlich hat es ein Ende. 50 Seiten zu durchsuchen. Wo habe ich jetzt dieses schöne Item, was ich gerade suche? Auch hier längst überfällig gewesen. Alle Handwerker verfügen jetzt über eine Schaltfläche, mit der alle Rezepte angezeigt, verborgen werden können. Finde ich auch sehr gut. Ach, mein Nächster, es tut mir leid. So. Die meisten Anzeigen für Kopfgelder werden jetzt sofort beim Betreten des Gebietes für das Kopfgeld angezeigt und horadrische Würfelchen können jetzt Atem des Todes enthalten. Finde ich auch sehr cool. Ne? Season Anfang, da hebt man sich immer das das Herausforderungsportal auf und ist natürlich sehr, sehr geil, wenn da jetzt auch, ja, ich weiß nicht, ob die damit inkludiert sind. Müsste man herausfinden. Werden wir auf dem PTR auf jeden Fall testen, wenn da direkt Atem des Todes rauskommt. Da kommen ja welche raus. Ich über 10 kamen da, glaube ich, raus. 10 oder 15. Nicht hundertprozentig sicher. Kommt da der Entwickler mit 265. Wollen wir einige der Vereinfachungen einbauen, die sich die Community schon lange gewünscht haben. Die Änderungen sind vielfältig. Es gibt zusätzliche Schwierigkeitsbla. Also alles, was haben wir gerade durchgequatscht. Seasons. Im Tagebuch für die Seasonreise werden jetzt ungeachtet des aktuellen Fortschritts alle Kapitel angezeigt und der Stärkungseffekt für Season 17 wurde hinzugefügt. Solange kein Set-Bonus aktiv ist, erhöht jeder ausgerüstete, uralte Gegenstand den verursachten Schaden von Spielern um 750% und verringert den erlittenen Schaden um 4%. Wir haben 13 Item-Slots, wenn ich mich richtig entsinne. 13 Stück, glaube ich. 13 mal 750. Ich hole mal ganz kurz meinen Taschenrechner raus. Die schlauen Köpfe werden das jetzt schon im Kopf rausrechnen. Mache ich nicht. So, Rechner und dann 750 mal wie viel? 13? So, bei knapp 10.000% Damage Boost. 10.000% ist eine Menge. Und 4 mal 13 bedeutet in dem Fall, ja, 52% Schadensreduktion. Das hält sich in Grenzen, ist jetzt nicht so das Übertier. Ja, das ist die nächste Season. Unser nächstes Season-Thema. Ja, also LON-Builds werden extrem stark, sie werden extrem gebufft. Ich glaube, in Kombination mit dem LON-Set, ist das Ringeset, wird krass. Wird richtig krass. Also ich glaube, 150er Grifts wird man speeden können. Also wirklich speedfarmen. Ich lasse mich überraschen. Also ich bin echt gespannt, was auf uns zukommt, wie weit man das ausreizen kann. Denn man darf nicht vergessen, der interne Multiplikator zieht da noch und das könnte richtig fetten Damage geben. Also ich bin gespannt. Lassen wir uns überraschen. Ja, Gegenstände, neu unerschöpflicher Trank des Ungehemmten. Nach der Verwendung dieses Trankes seid ihr 5 bis 7 Sekunden lang immun gegen Kontrollverlusteffekte. Ah, ganz milde, jeder Gegner, der mit gesegnetem Schild getroffen wird, erhöht den Schaden von gesegneter Schild 3 Sekunden lang um 75 bis 100%. Blutstromklinge, der Schaden von Todesnova erhöht sich für jeden Gegner im Umkreis. Schaden Todeswille, lest es euch selbst vor. Ich scroll mal ganz langsam runter, dann könnt ihr es lesen. Da, der Dolchfall, Eiserne Rose, Jekan-Brett, gesegneter Schild trifft 6 weitere Gegner und verursacht 300 bis 400% mehr Schaden. Also hier rund 100% mehr, anstatt es vorher der Fall war. Set des Weisen, in dem Fall werden doppelt Atem des Todes fallen gelassen und nicht mehr plus 1, wie es bisher der Fall war. Behobene Fehler, es wurde ein Fehler behoben durch den Sprachchat, bla bla bla. Also auch hier, ja, nichts Dramatisches, wie ich finde, brauche ich nicht weiter eingehen.
Ne? Könnt ihr euch selbst noch durchlesen. Hier ist nochmal, wie man teilnehmen kann an der, an dem PTR. Ne, brauche ich auch nicht, habe ich gerade schon erklärt. Also ein kleiner, hübscher Patch, ne? Ein kleiner, kosmetischer Patch, wie ich finde. Aber keiner, der natürlich jetzt hier das Gameplay ändert. Dementsprechend, ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird. Season 17 wird auf jeden Fall sehr interessant. Werden wir wieder spielen. Mal gucken, wie lange. Bis wir wieder ja, den Spaß verlieren. Oder uns mit Diablo Immortal mal einfassen. Lass uns mal überraschen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Sagt ihr, jo, der Patch voll längst überfällig. Oder sagt er, nee, das rettet Diablo jetzt auch nicht mehr. Oder anders, erwartet ihr noch Patches? Oder sagt ihr, okay, Diablo ist fertig. Diablo ist mittlerweile, lass mich überlegen, 6-7 Jahre alt. Ist egal, da braucht nichts mehr kommen. Ne? Das Spiel haben wir beiseite gelegt, wir warten jetzt auf was Neues. Oder wie seht ihr das Ganze? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und dann wünsche ich euch guten Loot. Wir sehen uns dann mit der nächsten Season. Auf jeden Fall einschalten und bis dahin. Ciao, Leute.